Herzlich willkommen zurück bei The Fall. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Sachen ausprobiert, die alle nicht funktioniert haben. Zum Beispiel die Innereien in das Wasser zu werfen. Aber hier bin ich jetzt auf was gestoßen, was vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Ich weiß allerdings noch nicht so recht, was das bedeuten mag. Ich kann die Fischinnereien jetzt hier reintun. Ah ja, the shower's detergent slot is filled with fish guts. Also, der, dieser Apparat hier, wo Reinigungsmittel eingefüllt werden kann, und die Dusche stehen irgendwie im Zusammenhang. Und ich nehme an, dass jetzt nicht mehr nur noch Wasser herauskommt, sondern lecker Wasser mit Fischgedärmen. Sehr gut. Ich bin jetzt bedeckt mit lecker Fischinnereien. Ich bin ein wandelnder Sushi sozusagen. Und damit könnten wir jetzt mal versuchen, ob wir einfach so durch das Wasser hindurchgehen können. Und schon viele Unterbereiche hier. Immerhin müssen wir noch eins tiefer. Das ist ja das Ziel. Und dort dann endlich die Sozialprobe manipulieren, so dass wir da auch durch können. Einfacher wäre es gewesen, unseren Wahrheitschip zu manipulieren. So, I should be able to enter the water now. Mal gucken. Ja, ist doch gut. Wo ist der Fischi, Fischi, Fischi? Geil. Der Fisch ist sehr liebevoll geworden. Er ist jetzt hier unten an meinen Beinen, schwimmt er entlang. Was haben wir denn hier? Zugangsterminal für Zentralrechner. Da wollen wir mal auch hier das Wasser ablassen. Du hast es durchgezogen, allerdings. Was dachtest du denn? That's rough. It was not an easy choice. Yeah. When we have the real power to choose, not just the illusion, it does something. Leaves a print you can't just override. When I return to dock, I will be formatted. These events will be erased from my memory logs. Is that your choice too? Irrelevant. Das stimmt. Überleben oder Verantwortung. Wozu sollen wir Daten sammeln? Ich würde ja mal sagen Verantwortung. Ich glaube, das Ganze ist basiert hier, also ich bin mir fast sicher, dass die Autoren Isaac Asimov und seine drei Regeln für künstliche Intelligenz in irgendeiner Form gelesen haben oder vielleicht auch den Film iRobot mit Will Smith gesehen haben zum Beispiel. Do you hold yourself responsible for the caretaker's victims? Denn dieser Film ist basiert auf einer Novelle von Asimov. Relevant, but no. Or, I don't know. Kind of worse. I wonder if I'm responsible and I never find an answer. We do not always have clear directives. Follow your protocols. Arid. They don't give answers. Protokolle haben das so auf an sich. Well, you ready for this? Denn sie, wie soll ich sagen, stellen ja nur Regeln dar, die man befolgen soll und nicht den Grund, warum man eine Regel befolgen soll. The same scenario? It is. Und damit stirbt auch der Fisch. Was ist jetzt passiert? Es ist hier einfach die Tür aufgegangen, oder was? Achso, da ist der Button. So. Auch wenn mich der Fisch mag. Da sprechen nur die Hormone heraus, sonst würde er mich auffressen. Zack. Mal gucken, wie lange das braucht, bis der Fisch tot ist. Der hält ganz gut aus. So, da haben wir ihn. Können wir den jetzt endlich auch irgendwie noch zu Sushi verarbeiten? Nee, der ist wohl unwichtig. So, was haben wir jetzt hier für einen Button? Noch einen Fahrstuhl-Button. Wir sind doch schon auf der richtigen Ebene, oder nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Oh oh, das ist die Riesenmama. Das heißt, die anderen widerlichen Viecher
enormous. Allerdings waren nur die Sklaven, die Futter gebracht haben. There must be information on this in the lab where they were studying these creatures. Ja. Aber wir haben doch das schon gefunden. Erstmal die ganzen Jungen und Eier zerstören. That was a massive vibration. I will have to be cautious of possible damage. Vielleicht brauchen wir das ja auch. Das scheint ja nichts auszumachen. Ein Anus aus Stahl. Wenn das überhaupt ein Anus war. Das weiß man ja nicht. Es wird ja immer von einer Queen gesprochen. Insofern können das auch andere Körperöffnungen sein. Mal gucken, was jetzt alles so kaputt gegangen ist. Oh oh. Uah! Wieso gehen die denn nicht kaputt? So, hier kriechen jetzt überall diese widerlichen Schnecken rum. Auch mal witzig, Schnecken als Hauptgegner in einem Spiel zu haben. Aha. Hier ist wieder mal Wasser ausgetreten. Heißes Wasser. Okay, kann ich das irgendwie benutzen? Oh, crazy. Ach, wie krass. Na, Magenbeschwerden? Wie sieht's aus? Sehr geil, jetzt vergifte ich die. Jetzt kann ich natürlich noch die zweite Flüssigkeit auch noch hineinfüllen. Ach so, ich will noch keine Explosionen hervorrufen. Warum eigentlich nicht? Weil ich noch drin bin wahrscheinlich. Aber immerhin haben wir das Ding schon mal, das Biest schon mal leicht vergiftet. Vielleicht sollte ich erst nochmal rausgehen und dann versuchen, oben irgendwie den Rest einzufüllen. So, die Frage ist, wie sieht's hier aus? Haben wir hier irgendwas Neues? Hier ist nichts kaputt gegangen. Dadurch, dass wir eine Schnecke vergiften könnten und die dann da hineinlotsen, könnten wir natürlich das auch so ein bisschen zeitversetzt machen, sodass wir genug Zeit haben, rauszukommen eigentlich. Aber vielleicht wird das nicht... berücksichtigt hier. Beziehungsweise beim Observation könnte man natürlich auch nochmal reingucken. Vielleicht bin ich da jetzt viel nach oben gefahren. Aber ich gucke einfach mal. Was soll ich mit dem hier? Das haben wir auch noch nicht benutzt. Ah, passiert gar nichts. Hier oben scheint alles okay zu sein. Das Einzige, was hier wirklich kaputt gegangen ist, ist in der Unterebene gewesen. Ach so, was ist denn, wenn wir jetzt hier die Flüssigkeit draufpacken? That doesn't work. Schade aber auch. Hier, achso, warte mal, können wir jetzt den Test endlich abschließen eigentlich? Wir haben ja noch nichts gemacht. Achso, wir müssen vielleicht mit dem Typen nochmal reden, also mit dem Mainframe. Jetzt haben wir ja wirklich alles abgeschaltet. Oder ist es so, dass wir im Endeffekt noch immer nicht an den Rechner drangekommen sind, an den wir eigentlich drankommen wollten? Kann das sein? Ich bin verwirrt inzwischen. Ich weiß nicht mehr so recht, wo wir hin müssen. Ich fahre nochmal nach unten, mal gucken, was es dort noch so alles gibt. Vor allem in dem Bereich links hier. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas neu oder anders ist. Hm.
Ne, hier sieht auch alles identisch aus. Dann lass uns noch mal ganz runterfahren. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre sinnvoll gewesen, da eine Explosion hervorzurufen. Systemzugriff ist kaputt. Dann fahre ich nochmal zu der Queen Mama runter. Was passiert denn jetzt, wenn ich das hier angreife? Gar nichts. Okay, da ist noch einer. Ah, die kommen hier jetzt immer einfach weiter. So, jetzt mal gucken, ob wir mit ihm hier endlich den Test. Damn it. Die Schnecken machen mir anscheinend nichts. Jetzt nochmal die Riesenrippe an. Tatsächlich muss ich da irgendwie weiter. Geht nicht anders. Also ich muss irgendwo dorthin, hinter der Schnecke. So viel steht fest und dort kann ich erst das Ding manipulieren. Nur wie? Wozu habe ich denn dann die Flüssigkeit eingefüllt, wenn ich das nicht zum Explodieren bringen möchte? Was ist denn mit diesem Pilz? Nacktschnecken fressen von diesem feuchten Pilz. Das Schleckerohr hat es der Pilzanhäufung erlaubt, recht groß zu werden. Okay. Wo könnte man das denn noch einfüllen? In der Küche vielleicht? Muss ich weiter weg sein, um die Explosion triggern zu können? Ich werde mal gucken, ob ich dieses Rohr nach oben verfolgen kann. In der Lounge. Vielleicht können wir nochmal die Dusche benutzen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein, die Dusche ist außerdem auch tatsächlich ausgestellt. So, wie sieht's hier aus? Insekten, Insekten, Insekten. Ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, dass ich mal wieder kurz ein bisschen offscreen rumsuche, bis ich gefunden habe, wo wir jetzt weitergehen müssen. Es ist irgendwie nicht so ganz... Ich finde es immer schade, wenn Rätsel so sind, dass man halt irgendwie so rumsuchen muss, weil man nicht erahnen kann, was passieren wird. Und hier komme ich ja nicht weiter. Keine Chance. Tja, wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. So, jetzt habe ich es gefunden und zwar hier einen Pilz konnte ich nochmal mit dem Zeug versehen. Warum ich das nicht auf die gleiche Weise machen konnte? Naja, wahrscheinlich, weil sonst der Pilz selber hochgegangen wäre. Und so geht wirklich nur die Queen drauf. Okay, Herrschermord haben wir gerade freigeschaltet.
Also, den Pilz, Gott sei Dank, habe ich den noch gefunden. Wir sind in einem ganz neuen Bereich. Ein Bildschirm, mit der das asymmetrische Gesicht der Zentralrechner-KI zeigt. Hey, you made it. Allow me. Allow me? Ja, was denn? Ah, hier. Zugangsterminal für den Zentralrechner. Jetzt mal gucken, ob wir endlich das Ding hier... Oh oh, ich glaube, ich komme hier gerade in Trouble. My life support is dropping. I have to save Josephs. Ich kann hier nichts mehr machen. Was ist hier noch? Please help me. Arid. Okay. Push the rules, right? Primanoid Security Droids, jump in a stasis bay and I'll repair you. Hüpf in seine Stasebucht und ich werde dich reparieren. Cool. Da haben wir nochmal Glück gehabt mit der Zentral-KI, hoffe ich auf jeden Fall. Eine Reparaturbucht und hinein damit. Utilization of Mark 7 ARID. Extensive corruption of the Domesticon mainframe revealed. No. Mainframe deactivated facilities defenses. Infraction. Self-destructive. No. Eric! Help! Evaluation complete. Initiating format. Uh-oh. Eric! Help! No! No, stop! Hi. Oops! Das war, glaube ich, zu spät. Welcome to Domesticon. Working together today, for a more efficient tomorrow, your quantum signature identifies you as a domestic droid under evaluation. State your full designation and objective in the laboratories. Damn it. It's me, Arid. The ARID on board of Mark 7. You are helping me. And my pilot. Unauthorized Mark 7 ARID. Shut down immediately for analysis. I cannot. Security. Unauthorized domestic droid in lower laboratories. Josephs will never be safe while the caretaker lives. Destroy on site. Okay. Ich glaube, wir haben ein Problem. Aber das lösen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.